Oh, was haben wir denn da Feines? Heavy Metal Home TV Bier. Das trifft sich ja gut. So, Winter 2020. Wir haben den Lockdown Nummer 2. Und wir von Heavy Metal Home TV haben einen Tipp für euch. Zischt euch mal ein leckeres Getränk. Zum Beispiel sowas hier. Prost und checkt doch einfach mal unseren Channel, HMATV Channel auf YouTube. Dort findet ihr super viel Festivalberichte, Konzertberichte. Auch in der Pandemie waren wir unterwegs, das heißt, ihr findet da auch relativ aktuelle Konzertberichte. Zum Beispiel als Asphyx die Kreuzeskirche in Essen zerballert haben, da waren wir auch da. Tolle Aufnahmen, unser Archiv füllt sich auch immer mehr. Wir haben ganz viele alte Beiträge drin. Ihr könnt da euch auch die Weihnachtszeit versüßen mit 12 Stunden Freak Valley Supercut und so weiter und so fort. Eine Alternative zu Heavy Metal Home TV ist übrigens auch, beziehungsweise Alternative kann man nicht sagen, denn eine Alternative zu uns gibt es nicht. Aber Kollegen aus Köln, bleibt zu Hause TV auf YouTube, der Channel, sind sehr, sehr fleißig und auch vor allem sehr professionell unterwegs. Die liefern Livestream, mehrere Kameras, super geiles Licht, Live-Regie, Live-Schnitt etc. etc. Also richtig geil. Geiler Sound, auch wird da auch vor Ort alles gemischt und so. Also hochwertige Konzertmitschnitte von Underground-Bands, aber auch von ein bisschen bekannteren Bands. Ob im Wohnzimmer oder auf irgendeiner Bühne in einem kleinen Club. Das ist richtig cool. Wir von Heavy Metal Home TV durften im ersten Lockdown, das war glaube ich im März oder so, durften wir dabei sein. Wenn ihr so wollt, war es ein Festivalbericht. Allerdings, als wir das Ding abgedreht hatten, ging das langsam los mit den Lockerungen. Der Lockdown war dann quasi vorbei und dann haben wir gedacht, okay, ist es überhaupt noch relevant, jetzt wieder diese Streaming-Konzertgeschichte bei Heavy Metal Home TV zu zeigen? Aber jetzt sind wir wieder Ende 2020 und es geht wieder von vorne los. Jetzt sind wir wieder da, wo ich glaube, die Jungs und Mädels von Bleib zu Hause TV sehr viel zu tun haben werden. Und zwar Streaming-Konzerte. Und wie das alles ausgesehen hat, das seht ihr endlich jetzt. Willkommen in der Apokalypse, Corona-Krise, leere Straßen, Endzeitstimmung. Außer hier in Köln-Kalkbach, hier sieht es immer so aus eigentlich, hier ist die Welt noch in Ordnung. Wir befinden uns jetzt Ende Mai 2020, es gab schon viele Lockerungen, Kontaktverbote wurden gelockert, aber die ganze Clubszene ist noch tot, also zu. Und die verlieren natürlich, die sterben dadurch natürlich aus im schlimmsten Fall. Warum sind wir in Köln-Kalk? Weil wir uns gleich mal ein Livestream-Event anschauen wollen von einem kleinen Club. Livestream-Events in der Corona-Krise kennt man ja zu Genüge. Für mich waren die ersten so auf der Landkarte Kadaver, die damit angefangen haben. Wohnzimmerkonzert, dann gab es ja noch tausend andere Bands, Wohnzimmer, Proberaumkonzert etc. Wir schauen uns mal an ein kleines Livestream-Event von einem kleinen Club hier in Köln-Kalk, das Hoppla. Unschwer erkennen können, das ist nicht einfach so ein iPhone-Livestream, sondern hier steckt ein riesen Team dahinter. Das ist ja echt abgefahren, ey. Hier im Hoppla quasi Backstage mit dem Resul, der Chefe oder der Inhaber vom Hoppla. Ist umgekehrt, der Laden ist so intensiv, dass ich halt dann quasi dem Laden diene, nicht umgekehrt. Und wenn man hier mal ein bisschen guckt, dann Hoppla, das ist so ein typischer Laden, wo wenn eine Band sagt, wir haben an jeder Steckdose gespielt, dann haben sie auch hier gespielt. Das ist so ein typischer kleiner Live-Laden, was mega wichtig ist, vor allem in so Großstädten, finde ich, die wir auch selber super oft schon gefilmt haben, so kleine Läden, weil da immer die geilsten Konzerte sind. Ja. Wie trifft dich das denn jetzt, die ganze Corona-Geschichte? Was bedeutet das für dich und den Laden hier? Also die Corona-Sache hier, sag ich mal, ist wie so ein Faustschlag gewesen. Batsch, Cut, von heute auf morgen. Wir haben noch am Samstag ein Konzert gehabt. Wir haben gesagt, ja, okay, wird wohl nicht so schlimm sein. Und schlagartig, Batsch, da kam der Sonntag, Montag und als wir nicht mehr aufmachen durften, kam dann die Ansage. Wenn ich mal so frech fragen darf, wie geht's dir? Wirst du überleben, oder? Es ist sehr schwer. Schau mal, wir haben uns fünfstellig komplett da verausgabt, Und es geht dann halt weiter und ich sollte sagen, okay, rein theoretisch können wir es aufmachen. Aufmachen heißt dann in so einem Falle, wir haben da halt keine Terrasse, kein Dings da. Also wir halt dann irgendwie Kontrollen durchführen müssen, Abstand halten müssen. Das geht nicht. Abends gehst du auch irgendwo hin, damit du Leute kennenlernst. Da musst du halt dann irgendwie so eine Art Wohnzimmer hast. Und wenn das alles halt nicht mehr gegeben ist, das wird schwierig. Danke auch nochmal an alle, die das hier mit uns zusammen organisiert haben. Audio Kino bleibt zu Hause TV.
Wir sammeln Spenden fürs Hoppla, unseren Heimatclub gewissermaßen als Band. Wir haben viele für uns wichtige Shows hier gemacht, unser Album hier rausgebracht, unseren Tourabschluss hier begangen. Eins unserer ersten Konzerte überhaupt in Köln haben wir hier organisiert, das erste, was wir organisiert haben. Und durch das Audio-Kino sind wir noch enger an den Laden herangewachsen, an Resul. Liebe Grüße. Das Ganze ja hier den Bericht quasi heute und generell so ein bisschen als Bestandsaufnahme, Momentaufnahme, dass wir in ein paar Jahren mal zurückblicken können, was war eigentlich los in dieser verrückten Zeit irgendwie und hoffen wir, dass das nicht so bleibt, dass wir nur Livestream-Konzerte erleben können, oder? Ja, Livestream-Konzerte, man hat ja auch mal der erste Band gesehen, ja? Also Bands, die leben halt dann von der Resonanz halt der Leute, des Publikums, ne? Und wenn man da wenig Applaus oder keinen hat, der irgendwie mal so Feedback gibt, das ist komisch, ne? Es mag sein, dass halt dann TV-Leute das irgendwie da können, irgendwie auch, aber für Live-Bands, die halt dann spielen, die wollen halt dann Feedback haben, ne? Die Regie von dem Ganzen und ich glaube, da muss ich die Brille abnehmen, weil das ist zu krass, zu gefährlich. Zu gefährlich. Das ist meine Regie hier im Keller. Ich bin echt platt. Ich habe so, weißt du, man kennt das ja immer nur so mit iPhone-Livestream. Gib mir nochmal bitte den Klick. Und hier ist alles am Start. Wer seid ihr? Wir sind Bleib zu Hause TV. Und haben uns vor 6 Wochen spontan gegründet und hauen halt jetzt Livestreams nach und nach raus und versuchen auch ein paar Kneipen in Köln und Umgebung zu helfen. Und hier in dem Fall halt dem Hoppla. Habt ihr euch wegen der Corona-Krise gegründet? Jein. Ich habe mir letztes Jahr im Dezember eine Regie gekauft und wollte mit dem Ganzen an den Start gehen und habe dann im Prinzip Corona als Sprungbrett genutzt und Bleib zu Hause TV haben wir wirklich in der Nacht- und Nebel-Aktion gegründet. Sind dann erstmal 12 Stunden live gegangen mit der ersten Sendung, voll besetzt. Das kam ganz gut an, haben uns gedacht, machen wir das weiter. Und so kamen dann nach und nach Kneipen wie das Hoppla auf uns zu und haben gesagt, ey, hier, wir brauchen ein bisschen Support, könnt ihr nicht. Und ja, gerne. Und wer genau hinschaut, sieht hier ein bekanntes Gesicht. Der Pripyat-Sänger, glaube ich. Richtig. Es wird keine Anmoderation geben, das heißt... meine Kopfhörer funktionieren immer noch nicht. Deine Kopfhörer funktionieren immer noch nicht. Moment. Grill, schaffen wir 20 Sekunden? Sag ich dir sofort. Okay, Jungs, schaffen wir 20 Sekunden? Ja. Ja. So, Achtung für alle. 10 Sekunden. 10 Sekunden los. Du musst da gleich klicken. Jawohl. Nur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Dolly. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Achtung für... Erik, geh du direkt einfach zum Sänger hoch, die habe ich komplett abgedeckt. Achtung für die Ursa. Und die Ursa ist drauf. Achtung für den Dolly. Und Dolly ist drauf. Okay, wir sind mit dem Chris von Bleib zu Hause TV. Erzähl uns doch mal, was ist eigentlich die Idee von Bleib zu Hause TV? Also Bleib zu Hause TV ist eine Geschichte vom Tobi, der quasi der Regisseur hier heute Abend ist und auch bei allen anderen Sendungen. Und ich selber bin mit der Custom Eddie Show mit dabei, bin da so der Sidekick. Also moderierst quasi? Ja, kann man so nennen. Also ich sehe es eher so, dass ich da hinkomme, trinke Bier, gucke mir das alles an und gebe meinen Senf dazu ab. Das machen wir eigentlich auch die ganze Zeit eigentlich irgendwie. Wie setzt eigentlich eine Brille auf? Okay, ich stehe ja mit Katapulco, also mit einem Teil von Katapulco. Auf jeden Fall. Richtig. Ich bin der Matze, ich bin der Sänger, hallo. Ich bin Flo, ich bin der Orgelmann. Ich bin Jan und der Gitarrist. Und wir befinden uns ja in der Corona-Zeit. Man hört ja oft bei Livestreams, es gibt ja super viele Livestreams derzeit, sag ich mal. Und wenn man so ins Internet schaut, Facebook etc., liest man oft Kommentare, oh, warte schon wieder, langsam reicht's irgendwie. Wie seht ihr das? Es ist gleich 21 Uhr, die Sonne scheint noch. Freitagabend. Welcher Arsch guckt sich den Scheiß eigentlich an? Also, ne? Also mal ehrlich sein. Ne? Also
Theoretisch könnten sie es auf der Wiese tun. Wahrscheinlich wir leben in der Zukunft. Wahrscheinlich sind es eher die paar Eltern, die ihre Kinder ganz weggebracht haben und zu Hause bleiben müssen. Ja. Vielleicht wird es eine Handvoll sein, ja. Vielleicht aber auch, ich weiß nicht, wie viele Tage man das noch nachgucken kann oder Jahre. Mal gucken. Dann ist es vielleicht auch eine Chance, was, also gerade jetzt hier, ist sowieso der Reiz, aus einem Club heraus diesen Stream zu machen. Ja. Aber wir sind immer eine Rock- und Metal-Sendung, sage ich mal, und da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja viele Metal- und Rockbands, die sind bewusst verschroben, die sieht man gar nicht, nie live. Aber die Vielzahl, würde ich sagen, ist schon drauf aus, auf die Bühne zu kommen. Ja, ja, absolut. Wenn man jetzt überlegt, dass es das gar nicht gäbe, die Bühne, hättet ihr dann jemals angefangen, eine Band zu spielen? Nee. Also ich hätte aufgehört irgendwann wahrscheinlich. Ja. So, und dann hätte, ja, wenn wir machen jetzt so lange Bandmucken und ich habe nicht das Gefühl, dass ich so viele Jahre irgendwie dann in den Proberaum gegangen wäre und für niemanden, also was gibt es denn Geileres als Konzerte, ja, zu geben und diese ganze Kommunikation. Wobei ich auch schon immer gerne aufgenommen habe und ich auch in meiner Fantasie mir das auch vorstellen könnte, eine reine Pink Floyd Band. Bands machen, die mit Aufnahmen, die so ganz viel am Ton in Ruhe bastelt, wo man eigentlich nur eigentlich ein fertiges, tolles Ergebnis dann abliefert für die Menschheit. Hat ja irgendwie auch einen Reiz. Ja, hat auch einen Reiz. Deswegen schwer zu sagen, ob wir uns jeweils gegründet hätten. Also, gegründet vielleicht schon, aber ob es uns noch geben würde? Die ersten Jahre in meinem Leben habe ich ja sowieso nur mit unserem Schlagzeuger in seiner Kammer gespielt, weil wir einfach noch sehr klein waren. Da hatten wir gar nicht die Idee davon, jemals auf die Bühne damit zu gehen. Ja. War aber schon klar, dass es halt dann irgendwann dazu kommen muss, ist ja klar. Was sagst du dazu? Ich sag, ich habe in anderen Bands auch vorher schon gespielt, die dann halt meistens im Proberaum hängen geblieben sind und dann ist es dann halt irgendwie auseinandergegangen. Ich habe noch eine Coverband, mit der ich relativ häufig gespielt habe. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Na, klar, ist jetzt Pause. Im Mai alleine sind mir, glaube ich, für 900 € Gigs flöten gegangen oder was weiß ich. Das ist halt so, ne? Das ist ein fieses Loch im Portemonnaie auf jeden Fall. So, da musst du erstmal mit klarkommen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch in einer Band gespielt hätte, die nur im Proberaum abgehangen hätte, dann, ja, dann wäre vielleicht jetzt der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ich will lieber wandern oder sonst was. Ich glaube, es ist essentiell für auch diesen Freundschaftszusammenhalt, gemeinsam verrückte Sachen zu erleben. Und das tust du vor allen Dingen, wenn du ein Konzert spielst. Also, es ist ja nie so dieses, weißt du noch damals im Studio, sondern es ist eher so, weißt du noch an dem Ort, das war so kaputt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Bis 3 Uhr morgens ging es. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen euch trotzdem gleich im Stream. Ja. Absolut sehr gelungene Nummer. Alle Künstler, die bis jetzt da waren, haben riesen Spaß gehabt und wir freuen uns auch schon riesig auf den nächsten Tag, in dem wir ganze 5 Bands verarzen werden. Aber Leute, die noch da sind, genießt noch den Rest von Katapult.